Du wünschst dir, dass dich mehr Menschen sehen und hören. Und nicht nur, dass sie dich sehen und hören, sondern dass du sie erreichst, dass du sie wirklich berührst, dass du sie in Bewegung bringst. Du willst ihnen helfen, du willst, dass sie was verändern und du willst, dass sie bei dir buchen, ja, weil du weißt, dass du ihnen helfen kannst. Dann ist dieses Video für dich, weil ich möchte dir heute eine Wahrheit, meine Wahrheit aufzeigen und einfach auch eine Hilfestellung bieten für dieses, was eigentlich dahinter steckt. Wenn man das Gefühl hat, ich werde nicht gesehen, gehört, nicht von genug Menschen und ich wünsche mir einfach mehr diesen Impact. Wenn du dieses Video siehst, dann weiß ich, dass du zu den Menschen gehörst, die hier sind, um das Licht zu verbreiten. Ja, also gibt ja unterschiedliche Begriffe, Lichtarbeiter, Lightworker, Seelenmenschen, Starseeds und so weiter. Ich glaube, tief drinnen sind wir alle das. Ja, aber es gibt Menschen wie du und ich, die das noch viel mehr spüren. Ja, die wirklich spüren, okay, es ist so viel Dunkelheit hier auf dieser Welt. Wir sehen die Dinge einfach. Ja, wir sehen, dass sich was verändern darf und wir wissen auch, wir können da helfen. Und ganz oft ist es so, dass wir dann aber mehr in diesen Überirdischen aufgehoben sind. Ja, also wir lieben Meditationen, wir lieben uns mit oben zu verbinden, mit dem höheren Selbst, Impulse zu empfangen und diesen Impulsen zu folgen. Aber manchmal ist einfach diese Schwierigkeit, das tatsächlich auf die Erde zu bringen und tatsächlich dann in die Umsetzung zu bringen, beziehungsweise so umzusetzen, dass es ankommt. Ja, im Marketing sprechen wir dann von Kundensprache und von Coachinesisch und so, ja, so die Fähigkeit, wirklich sich so auszudrücken, dass es der andere hören kann, dass wir so spricht, wie Menschen sprechen. Es ist ja oft so, dass gerade in dieser spirituellen Branche, sage ich mal so, dass dann so diese spirituellen Begriffe verwendet werden, die dann nicht ankommen. So, das ist das Erste. Aber darauf wollte ich jetzt gar nicht so hinaus. Ne? Es geht mir vielmehr um das übergeordnete Bild. Das, was passiert, ist, dass du sehr stark bist in diesen kreativen Fähigkeiten, ja, in dieser luftigen Energie. Du kannst viele Impulse empfangen, kreative Ideen, dein Kopf ist voller Ideen und Inspiration. Und das dann auf die Erde zu bringen, dafür braucht es Verwurzelung. Und um sichtbar zu sein, um von mehr Menschen gesehen, gehört zu werden und sie zu erreichen, dürfen wir diese Fähigkeiten entwickeln, wirklich die Dinge, die wir über das Kronenchakra empfangen, ja, die ganzen Inspirationen, Gedanken, zu übersetzen durch den Körper, Manifestation geht durch den Körper, auf die Erde zu bringen und umzusetzen auf eine Art und Weise, die für andere Menschen greifbar ist. Und dass wir dann gesehen und gehört werden, dafür dürfen wir uns einfach auch bewusst machen, dass da so eine tiefe Sehnsucht ist nach Zugehörigkeit. Und wenn du fühlst, du warst dein ganzes Leben lang schon anders, ja, und du hast nie wirklich dazugehört. Ja, viele Menschen, die so sind, haben Mobbing erlebt, Ausgrenzung, Missbrauch, Traumas. Jeder Mensch ist irgendwie traumatisiert, aber was ich so beobachte, ist eben besonders dieses Ausgrenzungstrauma. Und wenn wir dann dieses Bedürfnis haben nach mehr Sichtbarkeit, nach mehr gesehen und gehört werden, dann dürfen wir uns zuerst mal bewusst werden, dass der Ursprung dieser Mangel ist, dass uns das in der Kindheit nicht so gegeben wurde, wie wir es gebraucht hätten, wie wir es uns gewünscht hätten. Und in dem Moment, wo du hier auf diese Erde inkarniert bist, da hast du das gewählt. Ja, das ist auch so eine Wahrheit. Wenn die tief dringt, wenn wir die wirklich zulassen, dann können wir anerkennen, okay, dann ist es nun mal jetzt in diesem Leben mein Schicksal, mit diesem Anderssein zu leben. Und diese Sehnsucht nach Zugehörigkeit ist eigentlich eine Sehnsucht nach Heimat. Eine Sehnsucht nach nicht mehr alleine sein und endlich anzukommen, eine Heimat zu finden, ein Zuhause zu finden. In den Räumen, die ich erschaffe, geht es mir auch immer darum, dieses Zugehörigkeitsgefühl zu erschaffen, dieses Gefühl von, ich bin hier nicht alleine, da sind noch andere, die so sind wie ich. Ja, deswegen mag ich gerne Sharings. Nur mir ist es wichtig, dass es nicht ausartet, weil ich das
diesen Mangel in dir, den will ich nicht füttern. Ich will nicht, dass der größer wird, sondern ich möchte, dass du das in dir heilst, dass du diesen Wunsch nach Zugehörigkeit tatsächlich auflöst, weil du dann so viel freier wirst. Und vor allem kannst du dann erkennen, wie oft du dich an jemanden angehängt hast, in der Hoffnung, dort endlich gesehen zu werden, in der Hoffnung, dort endlich zuzugehören. Und das passiert ganz oft, wenn jemand ein Coaching bucht und dann enttäuscht wird und dann merkt, das, was ich da bekommen habe, das hat nicht meine Erwartungen erfüllt oder das hat die nicht entsprochen. Der Ursprung dahinter ist nicht, dass der Coach oder der Anbieter das nicht erfüllt hat oder nicht geliefert hat, sondern dass du dir tief drinnen eigentlich eine andere emotionale Verbindung gewünscht hast. Dass es eigentlich eine emotionale Entscheidung war, die du getroffen hast, nicht eine rationale, weil du da die Marketingstrategie bekommst, die du dir wünschst oder endlich diese Fähigkeit, ne, wie du besser verkaufen kannst zum Beispiel. Sondern es war eine emotionale Entscheidung. Es war dieses emotionale Bedürfnis, endlich gesehen zu werden, endlich die Antwort zu bekommen, vielleicht die Sicherheit, die Bestätigung. Und das darfst du in dir auflösen, das darfst du bei dir auffüllen, damit du vollkommen unabhängig wirst. Weil dann passiert was Magisches. Dann hörst du auf, dich anzuhängen und zu folgen. Dann wirst du selber zur Führung. Dann kannst du selber führen. Dann kannst du nämlich selber erkennen, okay, was ich mir immer gewünscht hätte, ist sehr wahrscheinlich, dass sich auch meine Kunden wünschen. Und dann erschaffe ich genau diese Räume. Dann habe ich es bei mir aufgelöst, sodass es mich nicht immer wieder retraumatisiert. Darüber habe ich auch ein Video gemacht. Na, dass du aufpasst, dass du dich nicht so positionierst, dass du etwas heilen willst bei anderen oder etwas transformieren möchtest bei anderen, was bei dir selber noch eine offene Wunde ist oder früher eine Wunde war und die dann immer wieder aufgerissen wird, immer wieder an die Oberfläche kommt. Es darf was sein, was aus dir voll in der Freude entsteht. Ja? Bedeutet, wenn du das Gefühl fühlst, okay, ich möchte einfach dazugehören, ich möchte gesehen werden, gehört werden, dann schau dir an, was war damals? Was hätte ich gebraucht? Das darfst du dir selber geben. Und ein wichtiges Tool dafür ist, oder ein mächtiges Tool dafür ist, das Wurzelchakra zu heilen. Darum mache ich in meinen Kursen auch so gerne die Themen Geld, auch Finanzen, praktische Umsetzung, Verkaufstexten, Produkte entwickeln, in Kombination mit diesem ganzen spirituellen Wissen, weil es diese Verbindung braucht von überirdisch zu irdisch. Von dem Luftigen auf die Erde zu bringen, um es wirklich den anderen so zur Verfügung zu stellen, dass sie es checken, ja, dass es ein Haben-Wollen auslöst, dass sie es kaufen wollen. Ja, weil wir nun mal von einem anderen Planeten kommen, machen wir uns nichts vor. Es ist so. Es ist so. Und in dem Moment, wo du das erkennst, dann kannst du das mit Humor nehmen, dann kannst du sagen, okay, es gibt Außerirdische, eine davon bin ich, ja. Und jetzt heile ich einfach diese Sehnsüchte, gebe mir das selber, erschaffe mein Zuhause bei mir, wo ich gerade bin. Und vielleicht bist du oft am Umziehen, vielleicht bist du oft unterwegs, am Reisen, an vielen verschiedenen Orten. That's me, ja, wenn du so bist, willkommen im Club. Und dann ist es so wichtig, okay, an jedem Ort wieder anzukommen. Ich zum Beispiel, ich mache so gerne Rituale in dem Moment, wo ich gerade einen Ortswechsel gemacht habe, wie jetzt zum Beispiel bin ich bei meinen Eltern, dann mache ich hier ein Ritual, was mich erdet, ja, was mich mit diesem Ort wirklich verbindet, was meine Wurzeln hier in die Erde bringt und was mich hier auf den Boden bringt. Und dann kann ich die Dinge viel leichter manifestieren, dann kann ich viel mehr verkaufen, dann kann ich viel bewusster Entscheidungen treffen, dann bin ich nicht so luftig und wie ein Fähnchen im Wind. Ja, also das ist wichtig, dass du dein Wurzelchakra anschaust. Und im Business ist für uns zum Beispiel oft so ein Killer Stabilität, Routinen, Wiederholungen. Da wird es schnell langweilig. Aber genau das braucht es, um ein
erfolgreiches Business aufzubauen und nicht immer wieder nach einer gewissen Zeit alles wieder umzuwerfen und neu zu starten oder sich selber am Bein zu stellen und Dinge schwerer zu machen, als sie sind. Ja, also zusammenfassend, du bist nicht von diesem Planeten, erkenne es an, fülle die Mankos auf und verwurzel dich, erde dich in dem Moment, wo du gerade bist, um dann die Dinge auf die Erde zu bringen, die du auf die Erde zu bringen hast, weil du bist ein Geschenk für diese Welt, du hast so viel zu geben, du bist so besonders und du hast es verdient, gesehen und gehört zu werden, aber dafür darfst du zuerst Vorkehrungen schaffen. Wenn dich das anspricht, schreib mir eine Nachricht, dann lass uns gemeinsam da hingucken, lass uns dran arbeiten. Ich bin bereit für dich, wenn du es auch bist, dann freue ich mich auf dich. Hab einen wunderschönen Abend.